Ja, vielen Dank. Ich vertrete heute meine verehrte Kollegin Regina Kittler, die leider krank ist und die ich von hier aus herzlich grüße und ihr Genesung wünsche. Und ihr Beitrag ist dieser. Durch die Teilnahme am Schulobstprogramm können Grundschulkinder bis 10 Jahre mehrfach in der Woche oder auch täglich frisches Obst oder Gemüse erhalten, zum Beispiel in der Frühstückspause. Dass das gesund ist und gut für die Kinder, wird hier niemand bezweifeln. Jedes 5. Grundschulkind kommt ohne Frühstück in die Schule. Dass diesen Kindern Energie fehlt, sich auf den Unterricht zu konzentrieren, liegt auf der Hand. Hier können wir helfen. Nun hatten wir das Thema Schulobstprogramm schon mehrfach auf der Tagesordnung. Vielen Dank. Und bisher hat sich die Mehrheit dieses Hauses immer dagegen entschieden, wobei ein Grund die finanzielle Belastung des Landes Berlin gewesen ist. Aber nun gibt es eine neue Situation, deshalb auch dieser Dringlichkeitsantrag. Auf europäischer Ebene ist im Rahmen der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik unter anderem vorgesehen, den Kofinanzierungsanteil der EU am Schulobstprogramm von derzeit 50% auf 75% zu erhöhen. Manchmal kommen auch gute Sachen aus der EU. Und der Bundesrat hat in seiner 918. Sitzung unter Mitwirkung des regierenden Bürgermeisters von Berlin und der Senatorin für Arbeit und Soziales den Entwurf des ersten Gesetzes zur Änderung des Schulobstgesetzes beschlossen und dem Deutschen Bundestag zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Deutsche Bundestag wiederum beschloss dazu am 20.02.2014 das Gesetz zur Durchführung unionsrechtlicher Vorschriften über das Schulobst- und Gemüseprogramm. Es soll den Bundesländern so die Teilnahme unter den günstigeren Kofinanzierungsbedingungen noch zum neuen Schuljahr ermöglicht werden. Wir meinen, das Land Berlin sollte die günstigeren Kofinanzierungskonditionen zum Anlass nehmen, über das Schulobstprogramm mehr Schülerinnen und Schüler an einer gesunden Ernährung teilhaben zu lassen. Die Teilnahme am EU-Schulobstprogramm kann einen Beitrag zur Erziehung, zu einem gesunden Ernährungsverhalten leisten und auch dazu, sozial bedingte Unterschiede zu verringern. Dazu muss der Senat die Teilnahme am Programm bis zum 3. April 2014 beim Bundesministerium anzeigen und bis Ende April die regionale Strategie dazu erarbeiten. Wir bitten deshalb nicht nur um Ihre Zustimmung zu unserem Antrag, sondern auch um eine zügige Behandlung gleich in der jeweils nächsten Sitzung im Bildungs- und im Hauptausschuss, damit wir hier am 20. März im Plenum dazu abstimmen können. Ich werbe sehr für Ihre Zustimmung. Dankeschön.